Guten Tag, den Kercher haben wir schon immer in die Hand genommen. Traktor müsste eigentlich schnell sauber werden. Aber die Sämaschine ist natürlich von 5 Feldern ordentlich verdreckt. Ja, den Traktor habe ich doch gerade erst gewaschen. Warum ist der schon wieder so dreckig? Gibt's ja nicht. So sieht's gut aus. Und dann machen wir das wahr, was wir schon in der letzten Folge uns überlegt haben. Moment, ich muss erst gucken, wie viel Leistung unser Valdra hat. 400. Und wie viel braucht die Amazon? 270. Ja, dann. Auf geht's. Mal kurz. Oh, ich hoffe, der Händler hat noch offen. Wir haben schon 18 Uhr. Ah, und ich sehe auch warum. Ich habe hier was vergessen. Wir laufen nämlich auf 15-fache Geschwindigkeit. Und nicht auf 5. Das ist ein fataler Fehler. Mal spielen wir immer auf 5-fache Geschwindigkeit. Habe mich gerade gewundert, weshalb so schnell schon Nacht ist. Beziehungsweise Abend wird. Ich weiß nicht, wie lange der Händler offen hat. Ich hoffe mal, wir schaffen es noch, bevor der zumacht. Weil sonst war das ein bisschen ein Schuss in den Ofen. Wäre ein bisschen doof gelaufen, wenn es wirklich hinter schon zu hätte. Da gibt es einen Opel-Händler, ich glaube, ich spinne. Schöne Häuser hat es hier. Alles schön abwechslungsreich. So ein bisschen im englischen Stil zum Teil. Mit den Umfriedungen. Aber auch ganz normale. Ganz normale Häuschen. Und da fährt schon wieder ein Schiff. Nein, der Händler hat schon zu. Hier, die Halle ist zwar noch offen, aber... Hier, nix. Die Halle hat zu, aber der Abholbereich ist, Halle ist noch offen. Aber der Abholbereich ist schon zu. 224. Okay, kaufen geht auch noch. Aber jetzt werden wir es gleich sehen. Wir kommen nicht an unsere Sachen ran. Wir stehen nämlich da drüben. Hinter abgeschlossenem Tor. Und dann werden wir uns mal ums Düngen kümmern, wenn das geht. Nee. Schade. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, ob ich die 47 schon wieder düngen kann.
Wir könnten es ausprobieren. Aber das ist halt jetzt auch dem Pflanzenwachstum geschuldet. Da wir das ja umgestellt haben auf langsam, dauert es halt auch ein bisschen länger. Dann gucken wir mal, ob die 47 schon wieder bereit ist. Mehr wie nicht gehen kann es nicht. Ist auch krass, wie wenn du durch die Matschpfützen fährst, dann verlangsamt das deutlich die Geschwindigkeit vom Traktor. Das ist ziemlich real. Ich meine, wir haben hier auch diverse Mods drauf. Hier, guck mal, wie langsam der wird. Boah. Waren wir fast 50. Vielleicht kommt da noch mal eine Matschpfütze. Ja, da kommt gleich eine. Die kleine reißt 10 km/h runter. Und die große, das war fast 30. Das ist erheblich. Da geht auch noch nichts. Nur was machen wir denn jetzt? Sonnenblumen bei 3000. Das wollte ich nämlich noch machen. Ich wollte mir nämlich noch aufschreiben die Top-Preise. Schreiben wir Getreide. Dann haben wir Gerste. Getreide, Weizen natürlich, Raps, Sonnenblumen, Soja, Mais, Kartoffeln und was auch ganz wichtig ist, ist die Wolle. So, und beim Soja, wissen wir, haben wir knapp 4000 gekriegt. Beim Raps hatten wir, glaube ich, mal knapp 3000. Sonnenblumen schreiben wir mal auf mit 3000. Und was haben wir noch? Mais, schreiben wir mal 1700. Sind einfach so Richtwerte, die ich mir notiere, wo ich dann einfach erkennen kann, okay, ist es Zeit zu verkaufen oder nicht. Eine Wolle 8000 und dann können wir den besten Profit rausholen und dann ein bisschen sauber machen. Gut, auch sauber. Das geht ja immer relativ schnell. Dauert ja nicht so lang. Schafe haben wir 31. Könnte ein bisschen mehr sein. Dann 200 kriegen wir für den. Sind wir bei 430, 460.
Abzüglich des bleiben 90. Ja, und das kostet 60. Also noch 30. Und das kostet 52. Ja, ich hätte nämlich gerne eine komplette Ausrüstung. Von allen Schneidwerken. Oh. Der hier kostet... Der fährt aber schneller. Den können wir auch so designen, dass er für uns passt. Kostet 170, dann bleiben noch 50. Das reicht natürlich nicht für unseren großen Anhänger. Schade. Ja, jetzt haben wir gerade nichts zu tun. Ah, genau. Doch, wir können noch was machen. Wir können im Shop noch ein bisschen shoppen gehen. Und zwar hätte ich gern dieses Mähwerk. Dieses Mähwerk. Und dann ein Schwader. Was haben wir hier? 8,40 Meter Breite. Reicht der hier eigentlich? Den Ladewagen müssen wir uns holen. Und dann fehlt uns noch ein Schwader. Und jetzt bleibt uns nur noch der, der reicht aber auch. 9 Meter Breite, das Mähwerk hat 8 Meter Breite. Passt. Und ja. Das war's dann auch wieder mit unserem vielen Geld. Steht hier noch alles unter Verschluss. Das müssen wir alles abholen. Dazu brauchen wir auf jeden Fall noch einen Traktor mehr. So. Das Gewicht lassen wir auch da im Moment. Aber den könnten wir vorher mal sauber machen. Der steht nämlich vor Dreck. Ja, und dann können wir theoretisch ein bisschen was arbeiten. Na, so sieht er doch schon viel besser aus. Ja, sauber. Dann fahren wir mal noch zum Shop. Ah, Moment. Doch, die Sämaschine habe ich schon weggebracht. Alles gut. Dann könnten wir theoretisch auch mal anfangen, Silage zu produzieren. Beziehungsweise Heu. Gras. Heu nicht. Aber Gras produzieren. Um unser Silo damit zu füllen. Weil irgendwann werden wir das eben brauchen.
Ist schon schwierig, auf den engen Straßen auf der Straße zu bleiben und nicht auf dem Gehweg zu fahren. Vor allem fahren wir mit dem Traktor immer viel zu schnell. So. Gut, haben wir den auch schon da? Dann fällt mir gerade noch was ein, was wir brauchen. Nicht dieses Teil hier. Ja, Tank. Ja. Aber 3705, ja. Klingt jetzt nicht so arg viel. Aber das muss es auch erstmal gewesen sein. Wir schlafen jetzt mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.